Hallo, heute kein Intro, wir schauen You Olli. Etablisiert Zucker. Sie ist halt Dior Model, was soll man da noch sagen, ne? Nice name, right? So nice name here. Ja, das machst du große Klasse. Yo Olli. Jeder von euch wird wahrscheinlich schon mal den Namen Yo Olli gehört haben. Yo Olli ist nicht nur der Typ, der... Ne, wer ist das? Ich kenne nur Sarah, Lara und Tamara. Komische Songs auf Spotify hochlädt, bei dem sich wirklich jeder fragt, woher der Typ 10... Wenn der jetzt nicht Sarah, Lara und Tamara einspielt, dann weiß ich auch nicht. 10 Millionen Streams her hat. Wir hat er? Laufen und wenn wir ein Model sehen und sie artig ist, dann darf sie meinen Sack entleeren. Nein, Yo Olli ist auch der Typ, der vor zig Jahren auf YouTube Kissing... Oh nein, das war so schlimm. Pranks hochgeladen hat, wo er als Erwachsener... Oh, wie gingen die nochmal, die Pranks? Das war ja nicht mal ein Prank. Oh, wie war das nochmal? Hat der Schnick, Schnack, Schnuck mit denen gespielt? Oder was hat der nochmal gemacht? Der hat immer so, weil ich das gerade gesehen habe, der hat immer so entweder einen Kuss oder eine Schelle gemacht, irgendwie so. Oder hat er einfach nur gefragt, oh stimmt, oder ist 21 Spiel, aber wie ging das nochmal? Mann mit minderjährigen Mach Sache XY oder Kuss auf die Wange. Boah, mit Pater hat er auch so richtig rumgemacht, ne? Ich weiß noch. Rumgeknutscht hat. Und es ging sogar so weit, dass der Alpha sogar vor Gericht deswegen verurteilt wurde. Sexueller Missbrauch an Minderjährigen. Und jetzt haltet. Aber er wurde, da muss man dazu sagen, Yo Olli, größter Knecht, ja. Aber er wurde ja nicht für die Sache an sich verurteilt, sondern für so ein, zwei Fälle, ne? Muss man nochmal dazu sagen. Ja. Wobei er wahrscheinlich für ein paar mehr Sachen auch verurteilt hätte können, ne? Lucid Poetess. 12 Monate, ein ganzes Jahr. Oh mein Gott. Ein Jahr, wie fühlt sich das an? Mit einem goldenen Badge vor dem Namen. Vielen, vielen Dank für den Support seit einem verfickten Jahr. Ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen Dank, wirklich. Haltet euch fest, er wurde verurteilt. Er hatte sogar eine Matratze. Ja, stimmt. Er hatte eine Matratze und da war doch irgend so ein... Wie alt war sie? 14-jährige Zeugin? In seinem Auto, als er sich mit Minderjährigen verabredet hat. Oh, und er wurde verurteilt auf entspannte 8 Jahre Bewährung. Bruder, was ist... 8 Jahre, Digga, tschüss. Eigentlich falsch mit Deutschland, wirklich. Was ist falsch mit Deutschland, Digga? Hinterziehst du so 1 Cent Steuern, Junge, kommst du 20 Jahre im Knast, Mann. Ja, Bruder, sowas 8 Jahre. Einfach mal kurz kleinen Populismus-Talk hier reinhauen ins Spaßvideo. So nicht Ton verändern, da muss ich mal ein Hühnchen mit dir rupfen. Bewährung. Das ist wie damals in der Ecke zu stehen. Und er wurde nicht nur verurteilt auf 8 Jahre Bewährung, sondern auch sein YouTube-Kanal wurde damals gelöscht. Und Dima, auch ein sehr guter Kollege noch von mir, Grüße gehen raus an dich, der hat ihn damals wirklich krass exposed. Ja, und sein YouTube-Kanal war weg und auf YouTube ist es so, wenn du deinen YouTube-Kanal verlierst durch 3 Strikes oder YouTube sieht sowas und bannt dich direkt weg, dann kannst du auch keinen neuen mehr machen, weil du wirst dann einfach als Person gesperrt. Und was macht man als Yo Olli, der auf YouTube gesperrt wird? Man versucht es auf Snapchat oder auf TikTok. Und hierzu habe ich auch schon mal ein Video gedreht, ja. Wo Yo Olli auf TikTok mit irgendwelchen komischen Frauen... Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht und sogar das Russische übersetzt. ...streamt und den so... ...mit meiner russischen Ex-Freundin zusammen, die ich jetzt nicht mehr habe. Das heißt, ich kann nichts mehr übersetzen. Ich muss sie zurückholen. ...richtig peinliche Sachen sagt. Ja, das Ganze eskaliert halt ein bisschen und sieht jetzt halt so hier aus. Kein... Ja, das machst du große Klasse. Ist das scheiße. Wir machen große Fortschritte. Das Alpha erste Mal hier. Sehe ich dich essen in 3 Monaten. Aber Hauptsache der Mercedes. What the fuck? Mercedes-Benz-Schlüssel liegt auf einem MacBook. Scheint ihm doch wirklich gut zu gehen da. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Bruder, das ist einfach absolut unangenehm. Und ihr müsst euch jetzt vor Augen halten. Ich frage mich, ob der Typ Eltern hat. Das, also das ist das, was ich mich frage. Ich könnte, also wenn ich sowas machen würde, ich könnte nie wieder meiner Familie begegnen.
dass die Frau, die da mitmacht, kein Deutsch kann, keine Ahnung hat, was da eigentlich abgeht. Ja, und sie macht halt da mit, weil sie Geld bekommt. Und ja, ja, surprise, surprise, die Frauen, die er in diesen Videos verwendet, sind Escort-Damen aus Russland. Und ich glaube, meines Erachtens nach ist er auch nach Russland ausgewandert und dreht diese Videos dort. Keine Ahnung warum, Digga. Vielleicht, weil er 8 Jahre Bewährung in Deutschland hat. 8 Jahre, Bruder, in Ecke stehen einfach. Aber das ist doch kein Geheimnis, dass es Escort-Damen sind, denn Alpha Kevin und sogar Marvin Wildhake, die haben den in Videos komplett exposed. Ey, ich hab ihn exposed. Die haben mir das ist mir nachgemacht. Ich war der Initiator. Tod verändert. Das gibt's Ärger. Das gibt's Ärger. Das reicht mir mal langsam. Es gibt Stress. Also mein Bester, jetzt reicht's mir auch mal langsam. Ne? Ich schaue hier gerade dein Yo Ollies exklusive Filmchen-Video. Alpha Kevin und Marvin haben Yo Olli exposed, sagst du? Ich hab ihn exposed. Ich war der Initiator. Die beiden haben mir nachgemacht. Da steht sogar mein Video verlinkt. Ja, das Video werde ich abbrechen. Ich bin schwerstens enttäuscht, wirklich. Gib mir die Credits. Lösch Video, mach nochmal mit Credits für mich. So. Post, Junge. Damit ist die Frage auch beantwortet. Ja, er bezahlt die Frauen, damit sie mit ihm Videos drehen. In dem Video von Marvin Wildhake gab es da tatsächlich auch ein Part, wo gemeint wurde, dass sie das freiwillig macht und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob man sowas freiwillig machen. Digga, die Arme. Aber das Ding ist, ihr müsst euch überlegen, ne? Wenn sie nicht bei Yo Olli wäre, dann würde sie halt mit irgendeinem Typ wahrscheinlich bumsen, so. Wenn sie eine Escort-Dame ist. Muss man sich halt überlegen, ne? Was ist die Konsequenz? Ja, super, ja. Ja, und Yo Olli bezahlt die Frauen nicht nur, damit sie TikToks mit ihm drehen, sondern damit sie auch bearbeitet werden. Ich meine, es sind ja Escort-Damen. Okay, ich habe nichts gesagt. Na, und das ist sein Ziel auf TikTok. Also da braucht man kein Wissenschaftler sein, um das zu durchschauen, aber er lädt auf TikTok komische Videos hoch, beziehungsweise macht diese Rage-Bait-Streams, indem er halt genau solche Inhalte macht und zu Inhalten, zu denen wir später noch kommen werden, damit er einfach Reichweite bekommt, dass viele Leute in diesen Livestreams kommentieren, damit einfach diese Livestreams mehr Klicks haben und dann sieht man ja Telegram Dreamgirls 90. Bitte macht mir einen Gefallen und geht nicht auf diesen Telegram, Digga. Dieser Telegram-Kanal hat irgendwie so 17 Mitglieder, muss man so eine Anfrage schicken. Safe, weil man für diesen Telegram-Channel auch Geld bezahlen muss. Also promotet er hier in diesen TikTok-Streams seinen Telegram-Channel und seine verschiedenen Links und diese Links sind halt einfach wirklich OnlyFans-Seiten und irgendwie sowas ähnliches wie OnlyFans, wahrscheinlich weil es in Russland kein... Oh mein Gott, was muss ich da gerade erblicken? OnlyFans-Seiten und irgendwie sowas ähnliches... Oh, hell no. Ähnliches wie OnlyFans, wahrscheinlich weil es in Russland kein OnlyFans gibt oder keine Ahnung. Sehr aber es schön, ist einfach eine Plattform, Klippen, wo man Geld ausgeben kann, damit man Yo Olli sieht, wer andere Frauen bearbeitet. Ich habe alles gesehen, Bruder. Ich habe in meiner YouTube-Karriere wirklich alles gesehen. Welcher Mensch gibt dafür Geld aus, dass dieser Typ hier, Digga, ja, der sowas hier postet. Das machst du große Klasse. Irgendeine Escort-Dame bearbeitet. Bruder, wer gibt dafür Geld aus? Ich nach dem Stream. Der Typ ist einfach Jack Doherty, nur in arm und peinlich. Na, ich habe ja gesagt, ich möchte auf so ein paar Videos eingehen, die er da so gemacht hat, beziehungsweise Livestreams. Ich glaube, der dreht gar keine Videos. Irgendwie werden seine Accounts die ganze Zeit gesperrt. Deswegen erstellt er einfach neue. Das ist auch wirklich, ich verstehe es nicht. YouTube hat echt ein geiles System gemacht, dass wenn man da gebannt wird, dass man Lifetime quasi gebannt wird. Und bei TikTok, Digga, du wirst gebannt, du erstellst einfach einen neuen Account. Und du kommst mit 0 Followern auf die Erde und streamst einfach und du hast schon so 1000 Viewer einfach, weil jeder diesen Typen kennt, außer die russischen Escort-Frauen. Ja. Das soll ein Croissant sein. Das... Ein Croissant. Croissant? Ja. Ein Croissant? Das soll ein Croissant sein. Jetzt pass mal auf. Yo, Ollis krasse Russischkenntnisse Küste auf. Eta pizdiet zucker. Eta Croissant malinki. Eta Croissant malinki. Malinki Croissant. Oder was ist das? Eta nachui zucker pizdiet blärt. Pisterz, blirt, das kann ich noch übersetzen. Die einzigen russischen Wörter, die ich kenne, sind Spokojno nochi, da zavtra, blirt. Donachu, blirt, suka, das ist doch keine, das ist doch keine Krasson, amena, sikara, murus.
Das ist doch keine Croissant, aber das ist ja Zucker, das ist doch keine. Das ist doch keine Croissant, Amena Sikaramo. Ich mach Geschmackstest für euch. Wisst ihr, das ist einfach so ein erwachsener Mann, Digga. Der stellt sich vor die. Das ist so peinlich. Kamera, streamt live auf TikTok und beleidigt auf russischen Croissant. Und bearbeitet russisches Kotdarm. Und ich hab keine Ahnung, die. Ja, ich schwöre, das ist halt der peinlichste Mensch aller Zeiten. Komplett, die Frauen tun mir von Herzen leid. Die Frau da rechts ist wirklich oft in seinen Videos dabei und ich weiß nicht, entweder sie bekommt einen Haufen Geld dafür, dass sie da mitmacht und ganz ehrlich, Digga, ich... Ton verändert hat mir ein Audio geschickt. Ich muss Ton ausmachen. Okay, ich verzeih dir. Das letzte Mal. Ab nächsten Mal wird's übel, mein Freund. Ich würde mich auch eher in TikTok-Livestream reinstellen und... Nein, ich will das nicht, aber ich würde eher sowas hier in dem TikTok-Livestream machen, anstatt von dem... Ton verändert, hat mir ein Audio geschickt. Ich muss den Ton verändern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, und so jemand ist hier VIP, Digga. Ich glaube, es ist... Oh, Gottes Willen, ey. Ein Typ bearbeitet oh, zu werden. Mann, oh also Mann, ganz ehrlich, oh Mann. Digga. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie da mitmacht, weil jedes Mal sieht sie so unfassbar unsicher aus. Die lacht, die lacht. Aber das ist für mich kein Lachen, weil sie... Nee, das ist ein Lach. ...die es lustig findet, Digga. Jobene, Croissant, Nachui, Zucker, Blät. Sondern weil sie einfach verunsichert ist, was sie machen soll, Digga. Imagine, Bruder, du stellst dich einfach mit jemandem hin, Digga, und beleidigst ein Croissant auf seiner Sprache. Was sollst du machen? Was hat dir das Croissant getan? Also, wenn ihr wollt, dass ich jeden Tag live gehe mit Lia, macht ihr einfach das Plus weg bei ihr. Flachen Bauch. Sie ist halt Dior-Model, was soll man da noch sagen, ne? Deswegen. Ach so, wenn man einen flachen Bauch hat, ist man Dior-Model. Alles klar. Ich werde ins Gym gehen. Ist mein Favorite. I love. Sie sieht aus wie eine Ente, Bruder. Dior. Der, was hat sie mit ihren Lippen gemacht, sollte ich auch gerade fragen. Dior Model. Oder auf ihren Lippen kann man von hier bis nach Afrika fetzen. Sie ist Dior Model, 23 Jahre alt. Sie denkt, wir sind eher in einer ernsthaften Beziehung zusammen. Sind wir auch. Aber der globale Boss ist halt nicht treu, weil er einfach zu viel Optionen hat, zu viel Möglichkeiten. Digga, was ist denn mit ihren Lippen? Das, also... Die sehen nicht mal irgendwie also irgendwas sieht da kaputt aus, um ehrlich zu sein. Und warum hat das nur 17 Likes? Möglichkeiten. Der globale Boss, Digga. Der globale Boss. Globale Boss, Junge. So ein Alpha-Macher. Der globale Boss ist auch gleichzeitig der Boss, der 8 Jahre auf Bewährung bekommen hat. Boah, das kannst du dir nicht ausmalen. Ich spreche ja jeden Tag draußen an und poste dann auf Telegram, wen ich so treffe und wen ich... Ich kann nur auf ihre Lippen gucken. Bei aller Liebe, jeder soll ja mit seinem Körper anstellen, was er will, aber das finde ich wirklich verrückt. ...angesprochen habe, deswegen sagt ihr nichts von den anderen Shias dort. Die versteht auch nicht mehr, was du sagst. Ja, und in einem Video sagt er, er ist mit dir zusammen. Im nächsten Video heißt es dann... On girls. Yeah. No. Ich glaube, sie kann nicht mal Englisch, oder? Dann, please. Da darfst du... Bies Muskel. Ah, bies Muskel. Tak, stroini prosta. Muskel nie нужно. In einer ernsthaften Beziehung. Der Typ redet genauso Russisch wie ich, Digga. Wenn meine Oma mich was auf Russisch fragt, ich habe keinen Plan. Ich kann alles verstehen, ich kann lesen, aber по-русски разговаривать я не могу. Bruder, und er kann noch schlechter als ich. Bruder, er lügt, dass sich die Balken biegen. My internet name is Gandon Pideras. Das ist einfach so unfassbar unangenehm. Was ist das? Pideras? Ist das nicht... Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Das habe ich schon mal gehört. Pideras, schwul. Schwul heißt das.
Unangenehm, wirklich. Das ist so unfassbar unangenehm. Es ist dieser Frau so unangenehm. Wirklich, es ist... Ich cringe mich weg, Bro. Was ist das? Internet ist so ein kranker Ort, Mann. Und der Typ sieht aus wie dieser Maulwurfjunge von meiner Kindheit. Das machst du große Klappe. Was, wirklich, was mit seinen Haaren, Digga? Seine Hairline ist ein bisschen wie die von Dennis Schröder 2011. Das ist... Und ja, Olli blamiert nicht nur die Frauen live im Internet, sondern er blamiert sich halt auch selber mit seinen krassen Rap-Künsten, yeah. Oh, der mit Licht einschläft, das Licht anlässt, weil er ohne nicht ein... Ich frage mich, wie man so wenig Scham haben kann, ne? Das wäre halt so mein großes Problem. Also, er hat wirklich so unfassbar wenig Scham. Ich würde wirklich jeden Job der Welt lieber... Okay, das ist wahrscheinlich gelogen, aber ich würde 99% der Jobs lieber machen als... Das, was die Olli macht. Schläft. Was soll ich dazu noch sagen? Wirklich. Also ich persönlich denke nicht, dass der Typ mit seinen Frauen und Models und mit seinen OF-Kanälen Hell of Cash macht. Ich glaube, das ist einfach so ein durchschnittliches Einkommen und in Russland ist... Altruistischer Bad Boy. Hier sind keine Mods anwesend. Ihr könnt schreiben und tun, was ihr wollt. Glaube ich eh alles. Also da ist die Inflation so krass gestiegen. Ich glaube, da kannst du mit Euro einfach leben wie ein König. Keine Ahnung, ich war da noch nie. Belehrt mich besseren. Aber ich glaube, Real Talk, das Einzige, was der besitzt, Digga, ist diese Goldkette, diese Fake-Rolex, die er schon seit 10 Jahren trägt. Diesen ja. Mercedes-Schlüssel, keine Ahnung, Digga. Vielleicht hat er sich ein Auto... Nein, er hat sich einfach nur den Mercedes-Schlüssel gekauft. Vielleicht hat er es auch geliehen, was weiß ich, Digga. Und dieses MacBook. Und mehr besitzt er nicht, Digga. Die Apartments, sorry, dass ich das sage, aber die sehen richtig billig aus. Hier auch der Hintergrund, ne? Das sieht so aus wie so ein Apartment, Digga, was mal in Stuttgart gebucht hat mit so billigen IKEA-Möbeln, wo ich mich einmal draufgesetzt habe und das Ganze... Ich finde nicht, dass sie jetzt so günstig aussehen. Standard, würde ich jetzt mal sagen. Dass das Ding auseinandergefallen ist. Also ich weiß... Aber reich ist der Typ bestimmt nicht. Der wird in Russland bestimmt ganz gut leben können mit dem Geld, was er halt da verdient. Aber große Sprünge macht er nicht. Nicht, was er damit bezwecken möchte. Vielleicht will er auch P-Sternchen-Star werden oder kein Plan. Aber das, was er auf TikTok versucht, ist einfach dermaßen cringe. Und ich kann euch nur raten, bitte kauft keine Inhalte von ihm. Was ist eure Meinung zu Yo Olli? Schreibt es in die Kommentare. Hier kommt ihr auf jeden Fall zu meinem Zweitkanal. Da kommt jeden Tag ein Video und ja, geiles Video. Also, bis auf die nicht gegebenen Credits, die ich mir zurückgeholt habe. Bin zu spät, bin Stammkunde. Aaron, das Ding ist, das glaube ich dir sogar. Oh. Oh. Er denkt halt, er wäre das. Ich darf es nicht so lange abspielen, sonst wird mein Video gesperrt. Zu erinnern, aber habe keinen Schimmer. Ist egal, ich liege am Strand. Check ich nicht. Was hat das mit Yo Olli zu tun? Achso, weil er denkt, er wäre das, oder was? I see. 1:1 Look. Achso, ich dachte um den Inhalt. Ja, okay. So ein bisschen, ja. Und Attitude. Ich glaube halt, Yo Olli weiß auch genau, dass er halt verkackt hat. Und der hat wahrscheinlich auch nichts gelernt. Der kann halt nichts und... ist aber dieses Social-Media-Game und auch den Lifestyle gewöhnt und versucht halt jetzt auf Krampf, auf Biegen und Brechen noch irgendwie was rauszuholen, ne? Naja, Freunde, danke fürs Zuschauen. Lasst mal ein oder zwei Abonnements da, schaut mal hier auf Twitch vorbei und habt noch einen schönen Tag oder so, ne? Macht's gut, adios.